Sportfreunde Lotte. In Lotte. So, und dann machen wir nämlich gleich am Sonntag darauf unsere Saisoneröffnung. Bin mal gespannt, ja, haben wir schon. 10.000 Euro sind wir nur noch. Nee, geht noch gar nicht weg, okay. Wunderbar. Was können wir denn noch machen? Was gibt's vielleicht noch was Neues? Wobei, ich habe sie bei der Ding schon angeguckt, bei der Demo. Also eigentlich müsste erstmal nichts geben. Wir können ja noch eine Autogrammstunde machen, die hauen wir hier noch einmal. Dass man da noch halt per Presse, dass die Fans da nochmal da sind, 1.000 Euro kostet das, das können wir auch noch mit hinnehmen. Und dann würde ich fast sagen, hätten wir erstmal alles. Erster Spieltag am 21. Juli gegen die DSC Arminia Bielefeld. Das wird gleich mal ein richtiger Brocken. Dann wartet Burghausen auch schwer, Dortmund 2, Saarbrücken, Offenbach, Cottbus, dann die Karlsruhe. Also ich bin wirklich gespannt. Wir schauen mal rein, die nächsten Termine. Boah, es gibt so viel zu entdecken hier, ne? Also wundert euch nicht, wenn wir jetzt ein bisschen noch am ersten Tag stehen bleiben. Unglaublich. So, wir haben noch ein paar Jugendspieler, die müssen wir uns auch noch angucken. Dauerkartenverkauf endet, Jahreshauptversammlung findet statt, haben wir noch irgendwas. Dominik Köhler, Stärke 37. Okay, die beiden sind aber eher nicht so stark. Okay. Ein Premium-Sponsor kann noch verpflichtet werden. Das müssen wir auch machen. Aber jetzt gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Ich habe euch ja das Wichtigste noch gar nicht gezeigt. Und zwar die erste Mannschaft. So, wartet mal. Wir machen hier gleich mal Spielerbilder anzeigen. Jawohl. Wen haben wir denn so in unserem Team? Und wir haben einige Bekannte, muss man wirklich sagen. Ich gehe es ja mal ganz schnell durch. Ein Marcel Heller, den kennen wir noch aus Dresdner Zeit, aus Berliner Zeit und jetzt also auch bei Aachen. Also Heller begleitet uns in allen Fußballmanager-Let's Plays. Unglaublich. Der ist immer frisch mit dabei, oder? Das ist doch schon er, ne? Sollen wir mal gucken. Das gibt's nämlich hier, oder ist ja hier natürlich auch alles nochmal so ein bisschen neu eingeordnet. Karriere. Na, sieht man das nicht, für wen er gespielt hat. Transfers. Hier, Dresden. Aber da ist Berlin. War der nicht bei uns, bei Berlin? Knoll. Ich verwechsel ihn gerade mit Knoll. Ah, okay. Schon was anderes. Aber trotzdem, er war natürlich auch bei Dresden dann mit dabei. Dann haben wir einen Albert Streit, sicherlich ein ganz, ganz bekannter Mann. Ein skandalträchtiger. Ja, und auch ein schwieriger Spielertyp, ein schwieriger Charakter. Muss ich jetzt mal gleich am Anfang loswerden. Ich bin nicht so der Fan von ihm, ganz ehrlich. Aber mit ihm werden wir wohl planen oder auch planen müssen. Denn so einen Spieler brauchen wir, wenn es um den Aufstieg geht, 32 Jahre alt. Demai auch noch ein bekannter, aber wo kam der her? Ist der schon immer bei Aachen? Ein bisschen reingucken. Mann, ich check's nicht. Na, Transfer stimmt schon. Lautern war er davor. Jetzt bei Aachen 60 Spiele, 10 Tore. Das ist nicht so schlecht. Das taugt auf jeden Fall. Okay. Das hätten wir. Melka im Tor, den kennt man auch. Alter Hase, 33 Jahre alt. Und wir haben vorne drinnen noch einen Sascha Rösler. Wunderbar. Von der Fortuna aus Düsseldorf gekommen. Ebenso ein Kai Schwertfeger. Den haben wir auch noch. Der ist auch von Düsseldorf gekommen, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Transfers, Mann, ich check's nicht mehr. Jawohl, von Düsseldorf gekommen. Okay, also da haben wir schon ein paar gute Jungs mit dabei, ganz klar. Auch wenn es natürlich jetzt nicht die Überflieger sind. Und ich muss noch überlegen, was machen wir denn für ein System? Das ist auf jeden Fall noch eine gute Frage. Was haben wir denn? Wir können, ich bin ja fast entweder für ein klassisches 4-4-2. Wir haben Borg und Rösler, das sind zwei gute Stürmer, sag ich mal, für unsere Verhältnisse. Also sollten wir vielleicht, wenn es geht, mit zwei Stürmern spielen. Natürlich auch, weil wir offensiv loslegen wollen. 4-1-2-1-2. So haben wir mit der Hertha ein bisschen gespielt dann. 4-2-4. Oh, das ist übertrieben. Ganz leicht übertrieben. 4-2-2-2. Dann hätten wir mit zwei Defensiven. Streit und Demai. Streit ist eher zentral, aber kann defensiv auch spielen. Demai ist eher defensiv und kann zentral spielen. Also wie wir es machen, würden wir es verkehrt machen. Deswegen passt das schon mal. Ach ja, Thomas Stehle haben wir auch noch. Auch noch ein Bekannter. Der war sogar, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war der bei Aue? Beim Club? Beim Club. Okay. Da war er beim Club. Stimmt, da war irgendwas. Aber war der nicht auch bei Aue? Ach, ich weiß es nicht. Also Heller auf rechts. Ist überhaupt ein Rechtsfuß? Ja, rechts und links kann er beides. Ist aber eher ein Rechtsfuß, das taugt gut. Auf links ein Christopher Andersen mit einer 62, okay. Wir hätten jetzt auf der Bank ein Oljang Besi in der als Innenverteidiger noch, das ist gut. Baumgärtel ist auch noch gut, Linksverteidiger. Also wir haben auch ein paar Alternativen, das ist auch immer ganz wichtig. Außer so ein bisschen im Sturm. 59, ja gut, aber das geht noch. Das sind zwei Stärkepunkte Unterschied zu Borg. Rösler natürlich unser Stürmerstar Nummer 1, sage ich mal. Aber das passt auf jeden Fall, der schaut auf jeden Fall richtig gut aus. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut, was wir da haben. Taktik und so müssen wir erst wieder einstellen. Da denke ich, brauchen wir jetzt nicht reingucken. Dann gehen wir mal in die zweite Mannschaft. Oh, da haben wir nicht viel.
Wie guckt es denn stärketechnisch aus? Also da fehlen auf jeden Fall... Was ist denn hier? Wieso ist hier so ein Pfeil? Wieso ist hier so ein Pfeilchen? Keine Ahnung, Spielerbilder anzeigen. Wobei die wahrscheinlich... Ja, die haben ja keine Bilder. Ist ja klar. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jungs nur drin. Okay, dann gucken wir in die erste Mannschaft, ob wir jemanden haben, der vielleicht rüber sollte, weil er hier eh nicht zum Spiel kommen wird. So zum Beispiel ein Robert Leiberts. 19 Jahre, 53, da könnte man was draus machen, aber ist noch ein bisschen zu schlecht. In die Reserve verschieben. Okay, das ist auch so ein bisschen neu. Ach, das Problem, und was heißt das Problem? Mich kann man immer so ganz leicht überzeugen, ne? Da wenn einfach in dem neuen Manager neue so Screens sind, eine neue Grafik, da bin ich schon sowas von happy. Da muss gar nichts Neues kommen, so ungefähr. Unglaublich. Okay, Dario Schumacher, der darf auch noch mit rüber in die Reserve, beziehungsweise muss. Auch noch ein bisschen zu schlecht. Sascha Herrröder. Den müssen wir eigentlich mal da lassen, denn wir haben nur einen Innenverteidiger noch auf der Bank. Oguzhan Kevkir, der darf auch mal da bleiben. Dennis Sportscher, Marc Flecken. Und hier noch Sascha Marquet. Okay, nee, das passt. Der Kader ist in Ordnung. Jetzt gehen wir nochmal schnell rein in die zweite Mannschaft. Hier unten schon 4 Punkte abgearbeitet. Mann, sind wir schnell. Unglaublich. Wir sind jetzt ein bisschen unzufrieden, das ist natürlich klar. Kann man jetzt leider nichts sagen. Aber ist ja logisch, ne, dass die ein bisschen unzufrieden sind. Aber was will man machen? So, das passt soweit. Okay, sind sie zumindest schon mal ein paar mehr. Ich glaube, die spielen aber eh in keiner Liga. Da haben wir doch Ergebnisse. Nee, die müssen erst aufsteigen. Okay, dann gehen wir rein. Jugendmannschaft, was haben wir denn da? Wir haben hier ein paar Talente. Wir haben Orhan Dippel, Paris Pollatkan, Fabian Marschall, René Höft und so weiter und so fort. Die sind alle das letzte Jahr in der Jugend. Die könnte man durchaus mit hochziehen. Jetzt schauen wir mal. Die Starken würde ich sagen, geben wir mal einen Mentor. Privatlehrer brauchen wir nicht. Der ist gut. Trainiert mit erster Mannschaft ging das auch schon. Auch eine coole Sache. Da machen wir jetzt ganz einfach mal... Was wollte ich denn jetzt überhaupt machen? Ach ja, den Mentor. Mensch. Und zwar ist denn die wieder... Jawohl, die sind wieder angezeigt. Wer passt? Aber RM? Ich will eigentlich... Na egal. Mach mal Müller. So, Nummer 2, das ist Paris Pollatkan, das ist ein Keeper, der kriegt, wieso kann der so einen Mentor kriegen? Ist das nicht immer positionsabhängig? Melka, der ist alt, den kann man so ein bisschen dafür noch hernehmen, der kann, hat ein bisschen viel Erfahrung, das passt. Dann haben wir hier Marshall, das ist ein Stürmer, Murakami bekommt er. So, was haben wir hier noch, wie stark ist denn der? 44, René Höft, durchschnittliche Noten, kriegt ein Privatlehrer. Spielt links außen, dann kriegt er Andersen und dann haben wir noch ein paar gute, das ist halt die Frage. Denn ich möchte nicht jedem einen Mentor geben. Die zweimal noch Harzer, der alte Harzer hier. Wo spielt er offensives Mittelfeld? Da kriegt mal Albert Streit. Und Frank Dreier, der spielt linkes Mittelfeld. Der kriegt, jetzt haben wir keinen mehr. Dann kriegt er einen rechten, Heller. Durchschnittliche Noten kriegt er auch. Okay, sehr gut, durchschnittlich, sehr gut, 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 unterdurchschnittlich. Ja gut, das ist uns egal. Der wird eh nicht spielen. Dann hätten wir die A-Jugend schon mal erledigt. Alle guten Spieler, sage ich mal, haben den Mentor. Das ist wichtig. Leute, was geht hier ab? Tom Heuer, 15 Jahre, hat eine 47. Oh, und hier Dennis Friedl, 15 Jahre, 4-Sterne-Talent. Eine Grundstärke von ein... Was, ne... Hä? Meine blöde Frage jetzt. Wo haben wir ihn denn gehabt? Jetzt finde ich ihn nicht mehr. Hier, linkes Mittelfeld, Aufstellungsassistent, wieso spielt der nicht? Wo haben wir ihn denn jetzt? Oder spielt er woanders? Wie hieß der? Dennis Friedl, der spielt als Rechtsverteidiger, Leute. Linkes Mittelfeld und gleich mal hier muss aufgestellt werden im linken Mittelfeld. Privatlehrer anstellen und er bekommt sogar eine Sonderbetreuung und er bekommt sogar noch einen Mentor, der bekommt alles. Ne, den Mentor haben wir gar nicht, Mist. Zumindest keinen passenden. Aber das ist doch mal ein Talent. Leider verletzungsanfällig, wie wir noch gerade gesehen haben hier oben. Aber das ist wurscht. Aber schaut euch das an. Eine 47 mit 15 Jahren. Ey, der kann in der ersten, in der zweiten Spiel, in der A-Jugend spielen. So haben wir es. Und wer da so mit der Beste, der Drittbeste, unglaublich. Dann haben wir hier genauso Tom Heuer. Bekommt auch noch eine Sonderbetreuung. Privatlehrer braucht er gar nicht. Und das ist ein Keeper, der kriegt auch nochmal einen Mentor, und zwar den guten Krumpen, die etatmäßige Nummer 2, wie man so schön sagt, bekommt er also als Mentor. Das ist schwer in Ordnung. Okay, sonst, jetzt gehen wir nochmal nach Stärke sortieren. Hier noch 43, Daniel Brauer.
Mal gucken, ob es für ihn vielleicht noch einen Mentor gibt. Vielleicht finden wir noch was. Durchschnittliche Noten. Jawohl, da gibt es einen Innenverteidiger, haben wir einen. Jawohl, Herr Röder. Der Herr Röder. So, sehr gut. Durchschnittlich, der bekommt auch noch was. Und bekommt noch offensives Mittelfeld, da haben wir gar keinen. Bekommt mal Rösler. So. Okay, so, dann sind wir schon mal mit der Jugend durch. Meine Lieben, ey, das zieht sich, ne? Aber da müssen wir alles durchgehen. So, Assistent kümmert sich ums Training. Das machen wir wie immer so, denn das wird sonst ein bisschen blöd. Aber wir können natürlich mal reinschauen, was es da so Neues gibt. Trainingsassistent. Schwerpunkt auf alles. Taktik. 0 von 28 Punkte. Ah, das kann man so einstellen.